Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute das ist mal wieder ein Drechsel-Projekt. Im Prinzip haben wir zwei kleine Projekte. Wir drechseln als erstes hier unten diesen Halter. Das ist sowas wie ein Kelch. Das ist der, ja, ich würde mal sagen, das ist so der Drehteller für den Kreisel. Ich zeige euch später, wie ich halt generell die Form drechsle. Und am Schluss zeige ich euch noch, wie ihr den Boden weggedrechselt bekommt. Mit einem spezielleren Spannfutter. Das ist bestimmt für den einen oder anderen interessant. Dann zeige ich euch noch, wie man hier diesen Kreisel drechselt. Das ist auch ganz cool, denn viele drechseln ihn anders als ich, was ich bis jetzt so gesehen habe. Und so bekommt ihr ihn relativ genau hin, sodass er auch schön läuft. Wie das Teil aussieht, wenn es läuft, seht ihr später im Video. Ich zeige euch das Finish, wie ich das auftrage. Und jetzt heißt es nur noch viel Spaß beim Video zu sagen und euch viel Freude beim Nachdrechseln zu sagen. Genau. Viel Spaß. Normalerweise würde ich ganz gerne an diesem Projekt hier weiterarbeiten, aber da habe ich gerade Holzdübel eingelassen und die trocknen gerade. Wenn du dieses Projekt hier sehen möchtest, folgst du am besten meinem Kanal. Das wird sehr wahrscheinlich den nächsten Tage online kommen. Aber jetzt suchen wir uns erstmal Holz für das Drechselprojekt aus, was wir hier dazwischen schieben. Und ich glaube, hier müssten auch ein paar schöne Stücke Holz liegen. Das hier sieht ja schon mal ganz gut aus. Das ist Walnuss. Und dann haben wir hier noch gestockte Buche. Schönes Holz. Certainly. So, ich markiere mir jetzt als erstes mal hier vorne eine Seite, die werden wir bündig ab. Da brauche ich so. Die werden wir nicht bündig abschneiden, die habe ich schon abgeschnitten. Lang soll das Stück ungefähr so werden. Unterhalb genau in der Mitte. Dann schneiden wir das jetzt erstmal zu. Walnuss ist ja ein richtig, richtig schönes Holz. Es lässt sich richtig gut drechseln und sieht halt einfach toll aus und es ist ein dunkles Holz. Wir werden das gleich zwischen den Spitzen erstmal rund drechseln. Aber ich habe vorher den Kopf noch gedreht und der ist auch noch nicht richtig eingestellt. Und jedes Mal, wenn ich den gedreht habe, muss ich ihn exakt mittig einstellen. Ihr habt hier unten, komm schon mal, Freund. Ihr habt hier unten zwar einen Punkt, wo das Ganze arretiert wird, aber das ist nicht so hunderttausendprozentig genau. Und speziell, wenn ihr Löcher bohrt, ist es halt ja nicht genau genug. Sagen wir es mal so. Ich habe gerade noch hier ein paar Kanten abgeschnitten. Braucht ihr normalerweise nicht. Speziell, wenn das Holz, ich sag mal, perfekt viereckig ist oder ein Kantholz ist, dann braucht das eigentlich nicht. Aber hier stehen die Ecken so weit raus und die Bandsäcke steht so nah. Da habe ich einfach die Ecken gerade weggeschnitten. Aber braucht ihr eigentlich nicht. So. Dann machen wir es erstmal rund. Ich nutze zum Runddrechseln jetzt halt erstmal hier diese Formröhre. Die ist vorne relativ rechtwinklig angeschliffen, aber wenn die noch weiter, die Kanten, wenn die weiter runtergeschliffen sind, dann sieht es auch richtig aus wie eine Formröhre. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr drechselt, haltet ruhig mal so eure Finger darüber. Ich zeige es euch nochmal. Dann fliegen euch die ganzen Späne nicht ins Gesicht, sondern ihr könnt sie mit eurer kompletten Hand abwehren. Immer ganz wichtig, die Messauflage schön nah ranbringen. Und jetzt ist es rund, jetzt können wir die Geschwindigkeit noch ein bisschen hochbringen. Das ist auch schon relativ rund, aber ich möchte es schön runterkommen. Wir haben jetzt hier einen schönen runden Zylinder. Wir haben so gut wie gar keine Fehler im Holz. Wir haben hier ein kleines Wurmloch. Kleines Wurmloch ist aber nicht schlimm. Was aber wichtiger ist, wir haben keine feinen Haarrisse drin. Das ist für euch als Anfänger, falls ihr jemand einer seid, ganz wichtig, schaut, dass ihr keine Haarrisse drin habt. Das kann sonst beim Drechseln auseinanderfliegen und euch ins Gesicht fliegen. Aber hier sind wir jetzt ganz sicher dabei. Jetzt noch schnell die Stirnseiten mal rechtwinklig machen, damit wir da eine gute Ausgangslage haben. Wir können auch immer mal wieder beim Drechseln den Reiz schon ein bisschen nachbringen, um zu überprüfen, dass der noch Spannung hat. Kleiner Tipp am Rande, ihr könnt hier mit diesem Abstechwerkzeug auch schnell hier eine Phase dran machen. Dann könnt ihr euch hier mal nicht mehr schneiden. Als nächstes hole ich mal mein Spannfutter und dann muss ich als erstes mal die nächsten Backen drauf schrauben, denn das sind die falschen. Wenn ihr euch zu Hause ein Spannfutter gekauft habt,
Ich würde euch auch für einen Anfang, ihr braucht nicht unbedingt so einen riesen Spannfutter, die kosten auch einiges an Geld. Euch reicht ein kleineres auch aus. Hiermit habe ich angefangen. Das kostet knapp, oder ich glaube, es kostet 120 Euro. Und es ist echt gut. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich benutze es auch noch immer ganz gerne. Aber da ist alles mittlerweile ein bisschen ausgelutscht. Deswegen benutze ich es nicht mehr so oft. Aber ich benutze es noch. Jetzt kommen wir zu unserem Zapfen. Und ich habe mir hierfür eine Messschieber so eingestellt, dass ich den Durchmesser abgreifen kann. Die Messauflage muss noch ein bisschen nach unten, weil wir einen Schaber benutzen. Den Durchmesser haben wir jetzt abgegriffen. Ich mache den Zapf noch ein bisschen breiter. Wir geben dem Zapf jetzt aber noch eine gewisse Schwalbenschwanzform. Denn das Futter hat so eine Form und so kann es besser greifen. Jetzt haben wir den Rohling vorbereitet und können ihn in unser Spannfutter spannen. Und hier könnt ihr jetzt auch so ein bisschen die Schwalbenschwanzform erahnen. Und unser Stück Holz wird hier so eingespannt. Und durch diese Form zieht auch das Spannfutter das Holz richtig bei und es liegt schön plan auf. Und das bedeutet, dass es gar nicht eiert. So gut wie gar nicht. Ich fange jetzt als erstes mit der Innenseite an und dazu hole ich mir eine Schalenröhre und bringe als erstes mal hier vorne die Stirnseite wieder plan. Als nächstes werde ich mal anfangen, die Form so langsam reinzubringen. Wobei vorher werde ich es einmal schrubben, damit es wieder lümpelig ist. Ich werde das Projekt bis zur Körnung 600 schleifen, angehend von der Körnung 180, weil das so fein gedrechselt ist, da brauchen wir dann auch nicht so was Grobes am Anfang. Als Finish benutze ich hier wieder mein eigenes Finish, dieses hier. Das gibt es auf meiner Website, das stelle ich selber her, das ist Lebensmittel echt, das ist ein richtig feines Zeug. Das trage ich jetzt als erstes bei stehender Maschine auf. Ihr braucht auch gar nicht mal so viel. Nur, dass einmal eine Schicht Wachsölgemisch auf dem kompletten Projekt ist. So, jetzt, wo wir alles einmal eingerieben haben, können wir die Maschine einschalten. Dann werde ich das Tuch hier an das Holzstück ranhalten. Dann wird das Finish ein bisschen warm und zieht richtig schön ein. Das sieht man dann auch, dass es kurzzeitig richtig extrem glänzt. Und das ist ein gutes Zeichen. Wir haben jetzt noch ein bisschen überschüssiges Finish drauf, das holen wir runter. Das ist ganz einfach, da holen wir uns einfach ein paar Späne und halten die jetzt an das Teil und üben da auch ein bisschen Druck aus. Da kann man es nämlich sozusagen ein bisschen polieren. Schauen wir mal, wie es geworden ist. Und das Oberflächenfinish ist richtig schön geworden. Das hier schneiden wir jetzt einfach mit der Säge ab. Ich habe jetzt hier das nächste Stück Holz vorbereitet. Ich habe als erstes auf der Bandsäge zugeschnitten, habe dann die Ecke abgeschnitten, habe es rund gedrechselt und jetzt sind wir schon hier. Als erstes müssen wir jetzt hier die Frontseite wieder runter drechseln. Dazu nehme ich mir wieder eine Schalenröhre. Und jetzt fangen wir ja an, den Kreisel zu drechseln und hier unten wird das Rührstück zum Gegenteil, was wir eben gedrechselt haben, sein. Denn wenn wir von hier nach hier drechseln und hier unten ist das Drehstück, ist der genauer.
Ihr habt gerade gesehen, dass ich hier relativ schräg das Material weggeholt habe. Aber so bekommt ihr keine glatte Oberfläche hin. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, aber ich werde es euch kurz erklären. Wenn ihr das nur mit der Spitze macht, dann habt ihr immer ein paar Tiefpunkte. Das könnt ihr nicht so gut regulieren. Aber ich lege jetzt mein Werkzeug hier seitlich drauf und dann schneide ich das im Prinzip einfach hier so. Und ihr seht es dann gleich besser, wenn ich es am Machen bin. Hier so lässt sich es nicht so gut zeigen. Aber so könnt ihr dann mit der rechten oder halt linken Flanke ein richtig schön glattes Ergebnis hinbekommen. Und ihr seht auch, dass es jetzt schon sehr angenehm glatt ist. Wir werden das jetzt als erstes schleifen bei uns, bevor uns dieses Teil dann abbricht. Jetzt kommen wir wieder zum Finish. Und das sieht richtig cool aus. Jetzt müssen wir das Teil abtrennen. Das sieht jetzt auf der Kamera groß aus, aber das hier sind noch, sag mal, 5-6 mm. Und ich benutze jetzt dazu hier einen Abstecher. Ihr müsst auch unbedingt festhalten, weil das bekommt extremen Unwucht. Perfekt. Tun wir jetzt einfach für das Stück, was wir gerade abgetrennt haben, auch nochmal ein bisschen Finish und verreibt das hinten drauf. Da sind wir auch schon fertig. Und ihr merkt auch, ich habe es nämlich noch nicht gesagt, wir haben hier keine Wartezeiten zwischen dem Finish. Wir machen das Finish drauf und können dann auch schon weiterarbeiten. Nur ein ganz wichtiger Tipp, ihr dürft keine dreckigen Hände haben, weil das bleibt dann ein bisschen auf Finish dann halt haften. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn ihr eine Schale behandelt oder was ähnliches und ihr esst davon sofort oder gebt sofort Salat rein oder was ähnliches, dann sollte man natürlich schon das Zeug ein bisschen einziehen lassen. Ihr könnt direkt weiterarbeiten, aber wenn ihr da wirklich dann auch das Teil beansprucht, würde ich euch schon empfehlen, dann ein bisschen zu warten, damit das Finish auch Chance hat, ins Holz einzuziehen. Der aufmerksame Zuschauer, also bestimmt du, wirst auch bestimmt schon festgestellt haben, dass wir den Halter, also da wo man... Moment, ich zeige es euch. Dass wir hier dieses Teil noch gar nicht fertig gedrechselt haben. Denn dafür bauen wir jetzt erstmal das Spannfutter um. Das Teil habe ich selbst noch nicht benutzt. Ich habe es aber schon in Videos gesehen und ich kenne das Teil auch. Aber ich habe es halt eben selbst noch nicht benutzt. Dafür müssen wir als erstes mal hier die ganzen Backen wieder abschrauben. Übrigens, das ist immer ganz witzig. Jedes Mal, wenn ich mein Finish benutze, kommen sofort Wespen und Bienen in meine Werkstatt. Weil da halt Bienenwachs drin ist, da oben ist er. Ist eine Wespe oder eine Biene? Ich kann es euch gerade nicht sagen. Ja, nur dass es könnte sein, dass falls ihr auch so eine Außenwerkstatt habt, dann ein paar Bienen zu euch kommen, wenn ihr das Finish benutzt. Aber ist ja nicht schlimm. Check, check, check. So, wir spannen jetzt hier unseren Alibi-Kelch. Wie spannen wir das ein? Das ist ganz einfach. Jetzt müssen wir unser Spannfutter nämlich einfach nur noch nach außen drehen. So, und ich werde es jetzt richtig fest hier dagegen drücken. Und dann zart anspannen. Hier die Gummipoller, die sind extra dafür gemacht, dass man das hier aufs Holz gut spannen kann. Und schauen wir mal, ob sich das schön rund dreht. Ja, das tut es einigermaßen. Ich hasse Mücken in der Werkstatt. Ihr könnt dann noch probieren, falls nicht ganz rund läuft, wie bei mir gerade, dass ihr den Reitschirm noch dazu bringt. Dann machen wir das hier nämlich wieder auf. Und dann pressen wir das mit dem Reitstock zart gegen das Spannfutter. Das liegt auch überall wirklich gut an. Wir spannen es mal wieder fest. Ich habe mir angewohnt, immer an zwei Punkten zu spannen, wie beim Bohrfutter. Aber es läuft nicht tausendprozentig rund, aber das reicht auch eigentlich. Ganz wichtig, jetzt dürft ihr die Maschine nicht so mega schnell laufen lassen. Und ich würde euch eine relativ spitz angeschliffene Schalenröhre empfehlen, damit einer stumpfen. Wollt ihr einfach zu aggressiv das Material wegholen, so schneidet ihr schöner. So, das reicht auch schon. Und jetzt ganz wichtig, sehr zarte Schnitte machen. Und ihr seht, der Span fließt hier richtig schön gleichmäßig. Da
Der Boden ist jetzt schön gleichmäßig gedrechselt. Das werde ich jetzt schleifen und auch mit meinem Finish behandeln. Dann sind wir hier auch fertig. Unser schönes kleines Projekt hier ist fertig. Es funktioniert echt ganz gut. Mir gefällt das Holz hier von diesem Halter hier unten richtig gut. Mir gefällt auch die gestockte Buche hier richtig, richtig gut. Und zusammen sieht es echt richtig schick aus, wenn es dann im Schrank steht. Jetzt werden wir es aber mal ausprobieren. Also wenn ich es mit einer Hand andrehe, sind meine Hände jetzt derzeit noch ein bisschen ölig. Da läuft es nicht so gut. Aber wenn ich es so andrehe, da läuft es echt ganz gut. Leider eiert der Kreisel minimal. Ich glaube, das liegt daran, als ich das Teil abgestochen habe, ist ein ganz kleines Stück Holz rausgerissen. Das sieht man auch nicht, aber vielleicht liegt es daran. Ich würde dir aber empfehlen, wenn du das Teil zu Hause nachdrechselst, speziell den Kreisel, mach unten den Korpus nicht so hoch und vielleicht nicht so massiv, also nicht so hoch, dass es nicht so massiv ist, denn ja, vielleicht liegt es daran, dass das Teil so ein bisschen eiert. Das soll es für das heutige Video gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt noch im Video dran bist. Freut mich wie immer sehr. Du kannst mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob du das vorhast, jetzt nachzudrechseln. Ist ein schönes Projekt. Schöne Form. Ihr könnt schön im Schleifen üben, im Drechseln üben und könnt einfach eine gute Oberfläche erzielen. Und ihr habt danach noch was Praktisches, was ihr auch benutzen könnt. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen ja ganz gut, wenn man am Schreibtisch sowas hat, um sich mal kurz abzureagieren oder seine Gedanken mal kurz wegzubringen. Das soll es für heute gewesen sein. Danke und bis zum nächsten Video. Tschüss.